Hi, dies ist mein erstes Video des Herbstsemesters. Ich spreche Hochdeutsch in der Hoffnung, dass ich meine Videos nächstes Jahr wiederverwenden kann, auch wenn Leute den Kurs besuchen, die nicht Deutsch-Schweizer Mundart verstehen. Ich werde zuerst einige Videos zum Thema Arbeiten mit Schrift aufzeichnen. Ich habe hier vor mir, unter anderem hier in der rechten Spalte, meines Terminals einige Themen aufgeschrieben, die ich besprechen möchte. Es geht zuerst um Schrift fürs Web, stellvertretend für andere digitale Plattformen. Es gibt einerseits geschichtliche Aspekte, die vielleicht interessant sind, unter anderem was möglich war, bevor es Webfonts gab, die sogenannten Web-Safe-Fonts. Das streifen wir aber höchstens kurz, weil es obsolet ist. Dann gibt es einige CSS-Eigenschaften, die du kennen solltest. Du hast sie bereits kennengelernt und ich möchte das kurz repetieren. Und dann vor allem noch einmal die Frage anschauen, wie kannst du Fonts, Fontdateien für eine Website mit deinem Stylesheet einbinden. Wir schauen an, was es für Möglichkeiten gibt, einen Fallback zu machen, wenn der Browser nicht in der Lage ist, eine bestimmte Datei zu rendern, eine bestimmte Font-Datei zu rendern. Und ich möchte einen kurzen Überblick über verschiedene Schriftenanbieter machen. Ich möchte nicht einen vollständigen Überblick geben. Ich glaube, das ist nicht möglich, aber die wichtigsten oder repräsentative Beispiele für die wichtigsten Anbieter. Und dann soll es um das Format OpenType gehen. Was kann OpenType? Was ist das überhaupt? Was ist ein Font? Und dann noch die Frage im Speziellen, was sind Variable Fonts? Variable Fonts gehören ins OpenType-Format, aber wir werden das speziell anschauen.